So, Leute, was geht ab? Heute gab's dieses drei Jahre, heute gab's dieses drei Jahre Jubiläumsgeschenk. Da haben alle von uns einen Howard the Duck bekommen. Den haben, glaube ich, ausschließlich alle bekommen. Außer die Leute, die erst, die Leute, die noch nicht ein Jahr lang spielen, die kürzer als ein Jahr spielen, die haben, glaube ich, nur eine 3-Sterne-Version gekriegt. Und ansonsten ist der Unterschied auch mit in den Titeln. Ihr seht hier, ich habe alle Titel abgeräumt, die es gibt. Ich weiß gerade nicht, was los ist. Tut mir leid. Wollte ich euch kurz zeigen. Ich habe es vorher gescreenshottet, weil ich es einfach aus Versehen draufgeklickt habe und deswegen nicht mehr live machen könnte. Gleichzeitig gibt es derzeit noch ein Angebot. Und zwar auserwählten Wahlkristall. Das ist ein Kristall, bei dem die Leute dafür abgestimmt haben, was in diesem Kristall drin sein kann. Und da sind ziemlich krasse Champions drin und das ganze Angebot kostet 1,09 Euro. Und wenn ihr Free-to-Play-Gamer seid, also das ist eine definitive 4-Sterne-Version von dem Champion, wenn ihr Free-to-Play-Gamer seid, dann ist das okay, aber denkt drüber nach, 1 Euro für einen 4-Sterne-Champion, der sehr, sehr stark sein könnte, je nachdem, was ihr kriegt. Es sind 2, 3 drin, die nicht so optimal sind in meinen Augen. Also die Quake und Kingpin sind eigentlich die einzigen, die schlecht sind. Alle anderen haben einen großen Nutzen. Also schlecht sind die zwei auch nicht, aber von allen anderen habt ihr eigentlich einen großen Nutzen. Und wenn ihr Kinder seid, ich habe ein paar Kinder bei mir als Abonnenten und ihr dürft kein Geld ausgeben, dann fragt eure Eltern, geht vielleicht mit diesem Video hin und... Dann kurz für die Eltern, ich spiele dieses Spiel sehr lange, ich gebe sehr viel Geld dafür aus und dieses Angebot ist wirklich top. Also das könnte man den Kindern gönnen, wenn ihr wollt. Wenn nicht, verstehe ich das auch, das ist auch in Ordnung für mich, wenn es heißt, es wird kein Geld dafür ausgegeben. So, gut, jetzt selber habe ich den Kristall natürlich gekauft, den machen wir jetzt zusammen auf. Da ist er. Ich hoffe auf... Hyperion, Medusa, hab ich das vergessen? Hyperion, Medusa und Trostpreis wäre Kingpin, den habe ich noch nicht. Und anderer Trostpreis wäre Gwenpool erwecken. Aber ja. Dark Enhanced Spider-Man hoffe ich noch drauf. Den hätte ich auch echt gerne als 4-Sterne-Version, dass ich mit 2 Stück spielen kann. Weil ich ihn wirklich ultra stark finde. Und ich bin gespannt, auf was wir landen. Archangel. Ja, nicht so top. Hab ich halt schon. Hab ihn auch schon auf 39 oder so, ja. Jetzt habe ich ihn auf 59. Jetzt habe ich safe bei 3 Stacks die Fähigkeiten verringert. Aber egal, 1,09 Euro auf jeden Fall wert gewesen. Wenn ihr das auch holt, dann wünsche ich euch viel Erfolg dabei, dass ihr ein der Charaktere kriegt, die ihr wollt. Das sind echt viele coole drin. Und was gibt sonst noch zu sagen? Wieso gehe ich jetzt auf die Meisterung? Ich wollte auf die Titel gehen. Die Titel sind Heulendes Kommando ist der krasse Titel, den ich bekommen habe, weil ich eigentlich schon Spielseite Spiel quasi draußen ist. Und den habe ich jetzt auch drin. Finde ich eigentlich ganz cool. Ah ja, genau. Und dann wollten wir noch. Hier bin ich noch ein kleines krasses Opening machen. Ihr seht hier, dieser Boost ist aktiv und da steht, ihr erhaltet 20% mehr Gold, Dual Chips und Spieler XP. Und ich habe schon seit Ewigkeiten keine Goldkristalle mehr ausgegeben. Wenn ihr wissen wollt, wieso, es gab absolut keinen Grund. Ich dachte einfach nur, wenn ich sie auf der hohen Kante liegen habe, dann benutze ich sie in einer Notsituation, wenn ich welche brauche. Letztens gab es auch das Angebot, wo man welche kaufen konnte. Da konnte ich nicht mehr kaufen, hätte ich auch nicht getan, weil ich schon welche hatte. Und man konnte dieses Angebot mit den Goldkristallen nur kaufen, wenn man kein Gold, wenn man keinen Goldkristall hat. Fand ich ein bisschen dumm, aber ja. Auf jeden Fall habe ich 240 Stück und die geben jetzt 20% mehr Gold. Das heißt, es wäre total blöd, die eigentlich nicht jetzt aufzumachen. Deswegen machen wir die jetzt schnell zusammen auf. Ich weiß nicht, ob ich euch dann Zeitraffer drauf jagt oder nicht. Wenn es immer so lang geht, kriegt ihr auf jeden Fall einen Zeitraffer.
So, Leute. 877.200 Gold habe ich dadurch gekriegt. War es wert? 20% mehr habe ich bekommen, als ich sonst bekommen hätte. Nehmt das auch von Gebrauch, diese Events, falls ihr irgendetwas habt, wo ihr Gold noch rauskriegen könntet gerade. Kauft euch auf keinen Fall extra Goldkristalle, falls daran jetzt jemand denken sollte, weil die haben nie Value. So, was haben wir hier noch? Hier haben wir Kristalle des Collectors und das sind 1 bis 2 Sterne Kristalle. Oh, da machen wir vielleicht ein kleines Sonderopening, weil ich einfach diese Champions mag. Ja, das war's dann hier zu dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wünsche euch viel Erfolg bei eurem Zeug. Wenn ihr irgendwas probiert, was ich auch probiert habe. Und haut